Er hat einen eigenen Schritt, fällt fast bei jedem Tritt. Wenn er stolz will galoppieren, geht er auf dem Maul spazieren. Ziehstimme, Ziehstimme, Zieh. Von Stirnbeugelkratzer sollte jegliche Nische in der Wand sein, wo man auch ein Brett vorbringen konnte. Und zwar war das mal ein Durchgang zum ganz normalen Lagerraum, wo man da die Zwischenwände rausgerissen hat, weiß ich nicht. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man da noch die Mörtelreste von der Mauer, die man hier hinter errichtete. Ja? Jetzt hat man den Gefangenen da reingestellt. Tun Sie mir bitte einen Gefallen, stellen Sie sich da mal bitte rein. Wenn diese junge Frau jetzt da reingekommen wäre, hinter ihr ist hier eine Mauer und Sie sehen, hier gibt es zwei Daumen, da ist eine Tür drin gewesen und jetzt machte man die Tür zu. Wenn diese junge Frau jetzt da drin steht, ja, und sie kriegt keine Platzangst, hat sie aber zumindest dieses Problem, sie kriegt schlecht Luft. Sie hat aber einen unwahrscheinlichen Vorteil. Durch ihre Größe kann sie sich immer noch bewegen und sie kann ihren Kreislauf in Schwung halten. Aber was passiert? Kommen Sie bitte wieder raus. Einen Moment, haben Sie Lust? Gehen Sie rückwärts rein und ich helfe Ihnen und denken Sie daran, hinter Ihnen ist ja eine Mauer. Sie können sich ja praktisch nicht mit dem Po durchbiegen, nicht? Also werden Sie wahrscheinlich in die Knie gehen müssen, ja, und den Kopf schon ein bisschen zur Seite legen. Dann gehen Sie mal rückwärts rein und ich helfe Ihnen, dass Sie sich nicht stoßen. Jetzt gucken Sie mit dem Kreuz heraus, nicht? Also müssen Sie jetzt in die Knie gehen. Das geht doch. Ja? Jetzt würde ich Ihnen aber hier das hier. Ja. So, jetzt macht er mal die Tür zu. Kommen Sie wieder raus, tut weh. Stand der Gefangene jetzt so drin in verkrampfter Haltung, der kriegt schlecht Luft. Was passiert? Dauert es natürlich nicht lange, bricht der Kreislauf zusammen. Also eine Ohnmacht. Ist der Mensch ohnmächtig gewesen, ist er wiederbelebt worden. Und wenn jemand von Ihnen schon mal ohnmächtig war, weiß er, jetzt läuft erstmal Stunde, anderthalb Stunden alles wie ein Film einer nach. Man ist wie betrunken, man kriegt kaum so richtig was mit. Jetzt ist der Gefangene hochgeholt worden zum Verhör. Oben im Verhör hat dann ein russischer Offizier unter Schläge mehrere Fragen gestellt. Hat man diese nicht zur Zufriedenheit beantwortet oder man war der Meinung, dass man noch ein bisschen mehr rausbekommen konnte, sagte man den Gefangenen, wir können noch wesentlich anders. Der gleiche Ort, ein anderer Referent. Sie mal bitten, ganz spontan als Freiwilliger zu mir zu kommen. Stellen Sie sich doch bitte mal hier rein mit mir sich zu mir. Hinter Ihnen ist eine Mauer. Hinter Ihnen ist eine Mauer. Und vor Ihnen geht die Tür zu. Und jetzt bleiben Sie in dieser Stellung, in der Sie jetzt stehen. Sie stehen ganz verdammt unbequem, nicht? Ja. In dieser Stellung bleiben Sie jetzt stehen, 10 Stunden oder auch 20 Stunden. Und dann geht die Tür auf und dann tut Ihnen jede Muskel weh und dann wollen Sie nie wieder hier rein. Dankeschön. Das ist ein Stehkarzer. Stellen Sie sich vor, wenn jemand verhaftet wird, nicht jeder ist ein friedlicher Mensch, jeder reagiert anders auf seine Verhaftung. Wenn jetzt einer anfängt zu toben, ihr Bullenschweine hier, ihr Russenknechte, mit mir könnt ihr auch sowas nicht machen. Na, kommen Sie mal, stellen Sie sich mal hier rein, bleiben Sie mal 10 Stunden hier stehen oder auch 20 Stunden, dann sagt er das nie wieder. Und wenn er später dann nochmal gefragt wird, sagt ganz so viel Sand, na, wollen Sie ein Protokoll unterschreiben oder wollen Sie nochmal lieber hier ein paar Stunden stehen? Dann unterschreiben wir auch jedes Protokoll. Keine Standardbehandlung für jeden Gefangenen, aber zur Disziplinierung von Aufsässchen, von renitenten Häftlingen immer wieder angewandt. Selbst Bundespräsident Horst Köhler und Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden unter medialem Pomp am behaupteten Tatort für Stehfolter manipuliert. Ein Jahr und 4 Monate nach dem Besuch der Bundeskanzlerin entstand folgendes Video. Eine andere Methode der Frühzeit war der sogenannte Stehkarzer, eine winzige Stehzelle. Dann gibt es einen ehemaligen Häftling, der glaubt, dass dieses Loch in der Wand mal als Stehzelle benutzt wurde. Dann wäre vorne nicht nur eine Tür gewesen, was Sie alle sehen, sondern hinten eine Wand. Ich spreche im Konjunktiv, ich halte das Ganze für unwahrscheinlich. Und ich halte das, ich muss Ihnen sagen, inzwischen weiß man sogar nach, dass es keine Stehzelle war. Es gibt nur einige Kollegen, die das glaubten und so erzählten, aber inzwischen hat man sogar genau das bestätigt, was ich gedacht hatte, nämlich, dass es nur ein Durchgang war und eine spezielle Zelle, wo man dann für kurze Zeit weggeschlossen werden konnte.
Aber es gab winzige Spezien hier in Hohenschönhausen, die man benutzt hat. Was würde passieren, wenn man sie in ein winziges Loch sperren würde und die Tür würde fest zugemacht? Das wäre das größte Problem nach einiger Zeit. Luft. Genau. Und dann geht die Luft aus. Und dann setzt die Panik erst richtig ein, droht der Kreislauf zusammenzubrechen, verkrampfen die Muskeln. Ich habe jemanden kennengelernt, der im Häftlingsarbeitslager festgehalten wurde und verdächtigt wurde, von dort fliehen zu wollen, wurde in eine Stehkasse gesperrt. Die Tür wurde fest zugemacht. Nach einer Stunde ging die Tür zwar auf, aber ihm wurde ein leeres Blatt Papier vorgelegt und befohlen, das zu unterschreiben. Hat sich geweigert. Daraufhin wurde die Tür wieder fest zugemacht. Nach 2 Stunden gleiche Prozedur, hat sich wieder geweigert. Aber nach 3 Stunden hat er schließlich unterschrieben und damit zugegeben, was gar nicht stimmte, eben dass er fliehen wollte, wurde entsprechend abgeurteilt. Das war mit anderen Worten. 20 Jahre wurden den Besuchern exakt an dieser Stelle erlogene Geschichten vorgetragen. Nun waren es einige Kollegen, die glaubten, was mag die Ursache für diesen Wandel sein. Nicht hier, aber woanders und gleich mehrere Stehfolterzellen soll es nun in Hohenschönhausen gegeben haben. Um nicht sagen zu müssen, wo genau, wird mit neuen Lügen abgelenkt. Von welchem Arbeitslager ist hier die Rede? Hatte der Bekannte einen Namen? Was würden dazu Horst Köhler, Angela Merkel und die Tausenden von Besuchern sagen, die hier schamlos manipuliert wurden? Es gibt weitere Beispiele dafür, dass in Berlin-Hohenschönhausen gelogen wird. Verschweigen, Ausblenden und Lügen sind charakteristische Methoden der Meinungsmacher.